Weiter geht's. Herzbogen. Genug Punkte. In meiner Tasche. Okay, dann schauen wir mal. Gut. Jetzt auf die etwas weiter entfernte. Links. Mhm. Nicht schlecht. Mal sehen, ob er auch die ganz hinten trifft. Wird wohl klappen. Je ferner das Ziel, desto mehr sinkt euer Pfeil. Konzentriert euch, Sakai. Ich gewöhne mich noch an den Griff. Wie fühlt er sich an? Wie für mich gemacht. War er aber nicht. Also gebt gut darauf Acht. Gehen wir. Hm? Wenn ich noch mehr Waffen kriege. Ein solcher Bogen hat uns in Komoda gefehlt. Es ist ein guter Bogen. Doch nicht Waffen erringen Siege, sondern Krieger. Ihr kennt die mongolischen Feuerwaffen nicht. Und sie haben noch nicht gesiegt. Vor Nakayama. Hoffentlich ist eure Schülerin dort drin. Und dort oben können wir ihre Abwehr besser sehen. Dann gehen wir mal gucken. Diese Stelle ist perfekt. Ich schleiche rein und öffne das Tor. Dann schlagen wir zu. Stürmt er immer mit halboffenem Hakama in den Kampf? Habt ihr eine bessere Idee? Geduld, Sakai. Die Mongolen werden einen Suchtrupp nach der Patrouille entsenden. Wenn die Tore aufgehen, schlagen wir zu. Je länger wir warten, desto länger ist Tomoe in Gefahr. Sie kommt schon zurecht. Betrachtet das Schlachtfeld. Was können wir zu unserem Vorteil nutzen? Hornissennester. Ein Schuss dürfte sie aufscheuchen. So bekommen die Mongolen Insektenstiche und Pfeile ab. Mhm. Diese Fässer könnten Schaden anrichten. Wir werden sehen. Nur wenn die explodieren. Ein Pfeil in diese Hängelampen und es sprühen Funken. Die Feuer entfachen. Mhm. Dann müssen wir erst auf... Wir haben viele Schützen. Sie sind gut, aber wir sind besser. Wenn die Tore aufgehen, lenkt den Feind ab. Und lasst Pfeile auf ihn regnen. Dann stürmen wir das vor und befreien Tomoe. Gut. Jetzt warten wir. Ja, dann warten wir mal. Sie öffnen die Tore. Wartet auf mein Signal. Mhm. Pfeile sind voll. Müssen wir erstmal auf die Hornissen. Bereit machen. Jetzt schickt sie zu ihren Vorfahren. Wacht auf, Sakai! Und auf das Hornissennest. War der schneller? Ach, teilweise brauchen die zwei Schüsse. Da gibt's noch mehr. Ja, also. Geht doch! Oh, bitte. Ach, Mann. Das zeigt dich.
Ah, ey. Jetzt sind die ganzen Dinge hier. Birnen sind noch mehr. Da rechts war gerade einer. Und da gibt's ah, oben am Dach. Na, kaputt. Na, kommt doch, kommt doch. Oh, der mit der dicken Keule. Das ist auch gut. Ja, super. Pfeil und Bogen nehmen. Los, schau, Turgil! Ha? Wasserkampf halt im Freizeitfeld. Und komm hoch. Ganz schnell flott hier, kaputt. Und kaputt. Komm. Und da hinten sind noch zwei. Da hat gepasst. Ah, eine Leiter. Oh. Äußerst träge, der Kollege. Aleko Bitsch. Oh, da hinten ist einer. Hier nichts zum Sammeln, was denn das für ein Kack? Doch, da. Mal komm hoch. Bogen im Nahkampf ist kacke. Tote Gefangene. Gefesselt. Ja, super. Mit Pfeilen getötet. Tomoe ist nicht... Wartet. Dieser Anhänger gehört ihr. Vordurchsuchen. Ja. Jemandes Privatquartier. Ein Frauenkimono. Tomoes Kimono. Sie haben sie freigelassen. Wieso? Nicht. Man hat die übrigens ausgezogen. Ach, die ist bestimmt abgehauen. Das sind japanische Pfeile. Das sind Tomoes Pfeile. Seid ihr sicher? Diese Kerbe aus Hirschgeweih, das lehrte ich sie. Und diese geschwungenen Seeadlerfedern. Dann nahmen die Mongolen ihr die Waffen ab. Die Schüsse sind eng beieinander. Kein Mongole schießt japanische Pfeile so geschickt. Hm. Dann ließen sie sie einen Bogen benutzen. Zum Üben. Oder doch ein Überläufer. Eine Schriftrolle. Bogenkunstbegriffe ins Mongolische übersetzt. Euer Name wird erwähnt. Sie hat meinen Weg
des Bogens gelehrt. Ja, super. Hört ihr das? Ein Überlebender. Hilft mir! So. Wo kommt denn der jetzt her? Ach, in der Kiste bestimmt. Wir suchen nach einer Frau, einer Schützin. Die Mongolen sperrten sie mit uns ein. Dann ließen sie sie frei, gaben ihr Rüstung und Bogen. Sie tötete meine Frau und die anderen. Na super. Die Toten von vorhin. Sie demonstrierte dem Feind ihr Können. Und er hat sie rekrutiert. Bitte. Es tut so weh. Durch dich erlösen. Lass mich nicht zurück. Ich habe genug gesehen. Gehen wir. Hätte sie töten sollen. Sensei? Tomoe hat ihre Freiheit erkämpft und hilft jetzt den Mongolen. Wieso tut sie das? Doch ein Überläufer. Was ist passiert? Ich habe sie zu sehr gedrängt. Wie gedrängt? Was verheimlicht ihr? Sensei! Ich verlange eine Antwort. Sie griff mich an. Nicht die Banditen. Hä? Tomoe. Wieso? Sie begreift nicht, was es heißt, Samurai zu sein. Euretwegen wählte sie die Mongolen. Verurteilt mich nicht. Lügt mich nicht an. Und warum soll ich die jetzt... Warum sollen wir die holen? Ich darf Tomoe den Feind nicht meinen Weg des Bogens lehren lassen. Dann halten wir sie auf. Das ist mein Kampf. Ich brauche eure Waffen nicht. Nein, ihr braucht mich. Es sind Krieger, die Siege erringen. Nicht Waffen. Fürst Shimura hat euch gut gelehrt. Wir jagen Tomoe gemeinsam, aber auf meine Art. Und wenn die Zeit kommt, werdet ihr mir helfen, meinen Onkel zu retten. Ihr habt mein Wort, Sakai. Ich bereite mich auf die Jagd vor. Wenn ihr so weit seid, kommt zum Dojo. Allein retten wir meinen Onkel nicht. Es müssen sich uns noch mehr anschließen. Findet Fürstin Masako Adachi. Falls sie noch lebt. Sie gehört zu den besten Kriegern der Insel. Dann gehen wir mal suchen. Ja. Holger Heil, eine Legende wächst. Der wandernde Samurai. Maximale Gesundheit. Die Mongolen sind überall. In einem Kampf umzingeln sie mich wie Wölfe. Ich brauche neue Wege, sie mir vom Leib zu halten. Und? Eine ausbalancierte Klinge kann ich werfen und einen Gegner überrumpeln und erledigen. Mhm. Und dann wird er taktisch mit den Tasten hier. Also für mich, ne? Drei Geschichten.
Die Insel ist ganz schön groß. Da ist noch so ein Dojo, glaube ich. Weil dieser Wind. Das ist schon gut, dass der zeigt, wo es hingeht, ey. Du wirst dich hier am Kreis drehen. Mhm. Wo? Eigentlich müssen wir gleich. Ja, da ist es doch. Sakai! Da ist er ja! Sensei, was Neues über Tomoe? Ja, doch ob ihr schon bereit für sie seid? Ihr tut, als sei sie ein Dämon. Das ist nicht so abwegig. Tomoe ist furchtlos. Sie ist kein Samurai, aber eine geborene Mörderin. Die Art kenne ich. Nein, tut ihr nicht. Jawohl. Ja. Der Sensei und die Schülerin. Kommt. Wo wollen wir hin? Zu einem Bogenschießstand. Ein Anwohner hat dort Mongolen gesehen. Ich vermute, Tomoe war dabei. Mhm. Wenn Tomoe wahrhaft furchtlos ist, wäre sie eine gute Verbündete. Ein hungriger Leopard ist auch furchtlos. Leoparden meistern euren Weg des Bogens nicht. Lasst gut sein, Sakai. Sie schließt sich uns nicht an. Um einen Feind loszuwerden, freundet man sich mit ihm an. Genau das haben die Mongolen getan. Vorerst. Wir könnten das ändern. Ihr wisst, was sie den Gefangenen in Fort Nakayama antat. Das war kein Fehler. Nein. Das war ihre Absicht. Und das hat sie nicht zum ersten Mal getan. Wir Nein. wissen nicht, ob sie Schuld hatte. Ihr nicht. Ich schon. Noch mal Pause machen, ich bin außer Atem. Oh, viele Schiffe. Jetzt will er klettern. Ihr müsst dort hinaufklettern. Ja, war ja klar. Schafft ihr es da hoch, Sensei? Worauf wartet ihr noch, Sakai? Wie Uncharted. Gibt es hier auf dem Kanal auch. Einfach mal schauen. Braucht ihr Hilfe, Sensei? Da ist auch viel mit Springen. Nicht schlecht, Sakai. Töten. Lange Pfeile üben. Ihr meintet, man könne nur hochklettern. Nein, ich sagte, ihr müsst klettern. Ist eine gute Übung. Ja. Pfeile, mongolische und japanische. Falls sie hier waren, sind sie längst weg. Vielleicht finden wir ihre Spur bei der Zielscheibe. Hier ist kein Ziel. Hoch. Bei diesem Wachturm. Nicht schlecht, Sensei. Findet raus, wo sie hin sind. Bewegung, Sakai! Hopp! 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 Hopp!
Wie viele Mongolen bildet Tomoe aus? Ein abgetrennter Kopf. Ihre Zielscheibe. Sensei! Mongolen! Sensei, ich bräuchte Hilfe. Was ist denn das? Ein Hund oder ein Büffel? Was ein Vieh. Gute Arbeit, Sakai. Schont ihr den Bogenarm, Sensei? Ich wollte sehen, wie gut ihr reagiert. Na super. Ihr wusstet, dass die Mongolen noch hier sind? Ja. Und ihr habt nichts gesagt? Ein paar Mongolen überfordern euch. Und ihr wollt es mit Tomoe aufnehmen? Das ist ein Krieg, kein Test. Und wie viele Kriege habt ihr gekämpft? Ah, nicht so viele. Ich teste euch, wie es mir beliebt. Kein Wunder, dass Tomoe euch angriff. Ja, super. Nun gut. Wo ist sie hin, Sakai? Ich sehe mich um. Viele Spuren. Ein Dutzend Männer. Vielleicht mehr. Folgt der Spur. Ich alleine oder wir zusammen? Wenn wir sie fassen, wartet nicht auf mich. Greift an und zieht weiter, sonst seid ihr tot. Wollt ihr diesmal euren Bogen benutzen? Wenn wir sie finden. Und wenn nicht? Könnt ihr allein ein Dutzend Soldaten besiegen? Wenn's sein muss. Gute Antwort. Wo sind denn hier immer so Lücken? Sind hier in die Sprungen? Merkwürdig. Da sind wieder Sachen zum Klettern. Spuren im Sand. Gibt es doch irgendein Lied, oder? Seht euch das an. Sie üben, was Tomoe sie gelehrt hat. Mord an Unschuldigen. War daneben. Vorne ist ja noch einer. Oh shit, die rufen Alarm. Wieder ein Anführer. Was hier Wasserkampfhalten erlernt. Ja. Einfach so. Einfach so. Gegen Schilde.
Bitte, befreit mich! War da eine Japanerin bei diesen Mongolen? Ich konnte es nicht glauben. Sie gab ihnen Befehle. Was hat sie gesagt? Etwas über den Sensei und die heißen Quellen. Mehr habe ich nicht gehört. Verzeiht mir. Und wieder vorüber. Ich lehrte ein Monster, wie man jagt. Sie hörten, wie Tomoe den Mongolen Befehle gab. Sie erwähnte, dass Hiyoshi heilbart. Sie fängt gerade erst an. Sakai, eure Art zu kämpfen ist nicht der Stil eures Onkels und nicht meiner. Wir hatten noch nie einen Feind wie diesen. Ich tue, was ich muss, um zu siegen. Ein Samurai ist ein Wächter. Kein Mörder, der herumspringt wie ein Dieb. Ja, scheißegal, Hauptsache ich mach den. Ich habe genug gesehen. Ich weiß, es war brutal, aber ich trainiere nicht noch ein Monster. Ich weiß, das wird nicht passieren. Wenn Tomoe das Hiyoshi heilbart will, muss ich mich vorbereiten. Und ihr auch. Ich sehe euch in meinem Dojo. Du fliegst da hin und ich muss wieder reiten, oder was? Wieder? Aufzeichnung aktualisieren. Ah, ich muss da jetzt wieder hinreiten, der ist geflogen. Ah, gut gegangen. Kann ich ja nicht einfach auch hinfliegen. Ein goldener Vogel. Das heißt, sie kennen jedes Geheimnis dieser Insel. Wohin er wohl fliegt. Dann fliegt man hinterher. Oh, Herausforderung. Ein Schildträger. Warum sind denn so viele? Oh, fuck. Jetzt hab ich dich. Also. Ups. Oh, 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 oh. Dosho, Turgil! Einmal. Von Larikzeit! Dosho! 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 Ups. Komm her, mein kleiner Gaul. Ja, der steht doch schon da.